Falsches! Mann, Handy! Okay, nein, du störst mich jetzt nicht mehr. Logisches, hey ho, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Extravaganz. Ha, ja, da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen. Heute habe ich mir etwas wirklich extrem Geiles rausgesucht. Und zwar 5 wirklich unglaubliche Redstone-Schaltungen, die deinen Mind blown werden. Ihr werdet mir das nicht glauben, was ich hier gefunden habe im Planet Minecraft-Feeder unter der Kategorie Redstone und gerade Trending und schon älter und lalala und habe mich da ein bisschen mal informiert. Ihr werdet mir das nicht glauben, was ich hier gefunden habe. Ich werde euch jetzt 5 Maps vorstellen. Die Downloads findet ihr dann unten, die einfach euer Minds blown werden, was alles mit Redstone möglich ist. Früher schon möglich war und jetzt auch neu möglich ist. Aber ich würde sagen, ich quatsche euch keine Blätter in den Kopf. Wir starten direkt. So, auf der ersten... Ich will keine Plätze vergeben. Auf der ersten Map haben wir eine Art 3D-Drucker. Warte, wo ist der Block hier? Oh, das ist aber ein bisschen komisch gebaut. So, click to start. So, Design, da, click to start. So, jetzt sind wir hier. So, wir können jetzt hier quasi sagen... Wir steuern alles über unsere Bewegung. Das bedeutet, ihr seht den Block da unten. Den seht ihr ja, wie er sich jetzt bewegt. Der bewegt sich je nachdem, ob ich W, A, S, D, hier, lalala. Das heißt, wir machen mal da. So, da haben wir jetzt einen Block. Da haben wir einen Block. Da machen wir einen. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal ein Logo. Warte, wir machen einfach mal was ganz Simples. Wir machen einfach mal hier, zack. Ah, noch ein hoch. Ja, L. Jetzt können wir hier noch das O machen. Ja, was auch immer wir hier machen, Mann. Ich bin kein Künstler, Mann. Okay, aber... Zumindest würde so der ganze Drucker funktionieren. Das bedeutet, wir haben jetzt hier quasi unsere Barriere. Also das besser gesagt, das, was wir hier aufstellen. Wir platzieren immer einen einzelnen Block. Nur über die Bewegung unserer selbst können wir quasi ein Ding hier bauen. Ja, so kann man hier quasi auch hoch. Und dann können wir hier ganz viele... Wow, 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 wow. Wie macht er das nur? Ich hab sie nicht mehr alle, Alter. Finish the project. So, dann sehen wir schon... So, das ist das, was davor war. Und das ist das, was wir gemacht haben. Davor... Das, was wir gemacht haben. Das, was Beispiel war, das, was wir gemacht haben. Das ist, Ich bin übrigens auch Künstler. Leute, die nächste Map. Ihr werdet es mir nicht glauben, was ich hier gefunden habe. Die... Ich hatte was im Auge. Die Map, die ich hier gefunden habe, ihr werdet mir nicht glauben, was das ist. Leute, das wird euer Mind blown. Die Map ist noch gar nicht so bekannt in Planet Minecraft, aber... Leute, gönnt euch diesen motherfucking Apparat. Das ist eine riesige Redstone-Schaltung. Alles hier ist rein Redstone. Das bedeutet, hier wird nicht irgendwie Comment-Block gemacht. Keine Mods oder sonstiges. Das ist komplett Vanilla Minecraft. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen in das Boot da vorne. Wir können uns quasi jetzt, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie man normal hier einsteigen kann. Das ist die total komplizierteste Schaltung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Quasi handelt es sich hierbei um eine Art Todesroboter. Man kann von hier aus jetzt hier drauf, so, und könnte man hier durch, während das Ding noch steht und sich hier durchschlängeln zum nächsten, ne? Das soll ja gar nicht das Thema sein. Wir können uns hier vorne reinsetzen und jetzt können wir einen Pisten dort oder dort ansteuern. So, und jetzt beginnt eine Kettenreaktion. Oh, scheiße, wir gehen auf 30 FPS runter. Holy shit, aber wir bewegen uns. Woo! Von drin sieht das Ganze jetzt nicht so fürchterlich böse oder grauenvoll aus. Aber wir können ja einfach mal kurz hier raus. Wow, ich hoffe, ich habe nicht zu viel kaputt gemacht. Alles klar, Alter, ich habe übel wenig FPS an der Stelle. Dieser Apparat kann sich intelligent... Also intelligent in Anführungszeichen, er arbeitet nur mit Redstone-Bewegung, was hier gemacht wird. Das ist alles Vanilla, was dieser Roboter hier macht. Es sieht auch total laggy aus, also nicht wundern. Alles, was dieser Roboter hier macht, ist quasi komplett Vanilla. Das bedeutet, er bewegt sich hier fort. Und das Geile ist, wir können ihm ja einfach mal hier sagen, jo, warte, wir machen hier mal eben irgendwie so eine Barriere hin. Die können wir auch gerne hier 2 hoch und hier ein bisschen gestreut. Und dann ist das hier komplett durcheinander und so. Und jetzt spätestens in 5 Minuten, wenn der Robot dann hier auch mal angekommen ist, detektet er quasi über die Redstone-Schaltung, dass da was ist und läuft da es... Diese Redstone-Schaltung hat wirklich motherfucking mein Mind geblowt. Das ist wirklich incredible, Leute. Hier seht ihr, jetzt weiß er, dass dort was ist, gleicht das aus und jetzt arbeitet er sich darüber hinweg. So, er gleicht es wieder aus. So, jetzt arbeitet er sich drüber, weiß, oh, da ist was. Ja, gut, da kommen wir jetzt dran vorbei oder halt auch nicht und jetzt gehen wir halt einfach weiter. So, die weiteren Beine hinten machen das auch so. Das bedeutet, der bewegt sich halt intelligent fort. Und würde man das im normalen Vanilla bauen, könnte der sich halt auch so in der Minecraft-Welt fortbewegen. Er wird jetzt nicht mehr angehalten, soweit ich das weiß. Er wird sich jetzt für immer so weiter bewegen und in die weit entfernten Galaxien dieser Flatland-Map reisen. Aber ich finde, das ist wirklich die genialste motherfucking Schaltung, die ich jemals in meinem goddammit Minecraft-Life gesehen habe. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Hey!
Scheiße, ich glaube, es ist kaputt. Wie habe ich das jetzt geschafft? Ja, das ist sogar ein wirkender Fahrstuhl hier. Wollt ihr mich flicken? Wie geil ist das denn? So, nachdem wir jetzt so etwas richtig Großes, Fettes haben, habe ich mir gedacht, yo, suche ich mir was Musikalisches. Und zwar ein funktionierendes Piano in Minecraft. Wirklich, funktioniert. Ihr seht schon hier diese kleine, aber feine, coole Schaltung mit Notenblöcken. Was wir jetzt machen können, das ganze Piano, so wie ich aus der Map gelesen habe, hat ganze 4 Modis. Das bedeutet Snare, Piano, Bass Guitar and Bass Drum. Wir haben jetzt Piano angewählt. Seht ihr daran, dass das leuchtet? Man kann natürlich auch mehrere Modis mischen. Und wenn wir jetzt hier vorne langlaufen, dann wird gleich etwas Himmlisches unsere Ohren ertönen. Einfach himmlisch. Ja, wir könnten jetzt hier die Modis auch noch snitchen, so, snitch. Yeah. Wir könnten die Modis jetzt auch mischen und dabei würde das hier entstehen. Ihr merkt schon, totaler Krebs für die Ohren, wenn man einfach alles durcheinander haut und ich bin so oder so nicht der Musikalischste. Aber wirklich, geile Map. Auf der vorletzten Map habe ich etwas... Ich kann mich ja nirgendwo hindrehen, ohne die Map zu spoilern. Naja, auf der vorletzten Map habe ich etwas... Das wird euch auch nochmal das Mind blowen. Und zwar ein motherfucking funktionierendes iPhone 6. Das sind die ganzen Touch-Dinger, die quasi vorab gewählt sind. Ich bin nicht der iPhone-Nutzer, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich hatte noch nie ein iPhone, deswegen weiß ich nicht mal, wo man das einschaltet. Die geht einfach wieder nicht. Ein Talent für mich. Verlinke euch die Map trotzdem, aber wenn einer von euch weiß, wie man das Ganze zugange bekommt, kann er das hier unten für die anderen User in die Kommentare schreiben. Aber dafür habe ich jetzt auf der letzten Einsendung quasi etwas... Unglaubliches. Und zwar... Scheiße, jetzt habe ich die Map auf der falschen Version gestartet. Oh, nee. So, nach ein paar Fails habe ich es jetzt aber hingekriegt. Ich habe außerdem die Map in der falschen Version gestartet. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn einer von euch Russisch kann, was das da bedeutet. Das ist die Helikopter Little Fly Little Bird Map. Und zwar hat man hier schon, wie man sieht, diesen winzig kleinen modellierten Helikopter. Und mit dem kann man jetzt über die Chatbefehle quasi fliegen. Engine on. Control. Haben wir die Engine on? Okay, dann können wir jetzt, Ah, nee. Er hat sogar Bomben. Remote Camera, okay. Abheben! Woo! So, Kamera machen wir mal kurz off. Gucken Sie das Ganze mal an. Hier ist der Helikopter. Da fliegt er. Mensch. Der fliegt sogar ganz geil. Seht ihr das? Also ich bleibe jetzt still stehen und er fliegt gerade nach oben. Was ist das denn hier? Da ist auch unser kleiner Helikopter und er fliegt. Und er fliegt, fliegt, fliegt immer höher, ist so groß. Geh mal runter. SMG. Wow! Alter, wie geil, wie geil, wie geil. Komm nochmal, SMG, komm. Oh, jetzt hat er sich hier ein bisschen festgefahren. Oh, das dampft ganz schön, die Situation. Perfekt. So, und jetzt SMG, komm. Haha, Drop Remote Bombs. Die angegebenen Objekte. Okay, Bomben scheinen jetzt nicht zu funktionieren. Guck mal, hier ist sogar so ein ganz kleiner Helikopterlandeplatz. Wie cute. Ja, das war jetzt die Map. Nice. Jo, Leute, das war's mit diesen 5 unglaublich geilen Redstone-Maps. Schade, dass das iPhone nicht funktioniert hat. Na, ich verlinke euch trotzdem alle Maps unten und wenn jemand von euch weiß, wie man das iPhone zum Laufen bekommt, welche Version richtig ist, was da los ist und ob es vielleicht bei euch funktioniert, der kann es mir unten in die Kommentare schreiben und gleich noch dazu, wie ihr die Maps findet. Ich finde sie einfach nur grandios umwerfend und mindblown. Was alles so momentan mit Redstone möglich ist. Ihr könnt die Maps natürlich mit euren Freunden, Familien, Verwandten teilen. Und wir sehen uns dann morgen Abend bei einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao.